Vorbereitung gut gelaufen, wie ungefähr wie geplant, natürlich gar keine Probleme, Gesundheit und so ist schon eine gute Punkt. Einfach weiter so zu gehen, nur einen Schritt nach vorne zu machen, wenn möglich. Und ich denke, ja, die Hauptziele bleiben gleich als letztes Jahr, also jedes Mal am Start zu stehen und wissen, okay, es ist heute alles möglich. Ich muss einfach Gas geben und immer für den Podest zu kämpfen. Und hoffentlich gibt es ein bisschen mehr Podestplätze als vierte, fünfte Platz wie letztes Jahr. Sicher in der Zukunft ist ein Ziel, dann sage ich mal, um eine Kugel zu gewinnen, musst du fast jedes Rennen auf Podest fahren, musst du immer jeden Tag stark sein, konstant. Und für das habe ich lieber, mich auf mein Rennen zu fokussieren, Rennen pro Rennen. Und dann, wenn es gut liefert, dann in der Saison kommt es von sich selbst. Und darum will ich nicht zu viel über das überlegen jetzt, weil es ist noch sehr weit und sehr viele Sachen müssen gut passen, dass es kommt. Ja, die sind auch noch weit. Na, ich denke, es ist, ja, sicher, es ist Olympische Spiele, es ist spezielle Wettkämpfe. Jede 4 Jahre müssen wir den Tag X bereit sein. Und das ist etwas, ja, für das macht es sehr spannend. Aber irgendwie gibt es noch sehr viele Rennen bis dort und habe ich noch sehr viel zu erreichen. So für mich ist das nicht unbedingt das Hauptziel. Ich denke, jede Rennen sind wichtig. So bis Ende Januar ist im Fokus auf die Weltcup und dann wird langsam auf die Olympischen Spiele gehen. Zuerst sehen, wo wir stehen. Ich denke, es ist immer ein bisschen speziell. Erste Rennen von die Saison sind wir einmal im Team gewesen und so wissen wir nicht unbedingt, wo wir stehen gegen die anderen. Aber ich denke, letztes Jahr habe ich gezeigt, ich könnte schnell fahren. Also die Möglichkeit für Podest ist da und so, ich denke, es ist das Ziel für Podest fahren und dann schauen wir, wie es liefert und was möglich ist.